Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Die Instrumente stehen hier ausnahmslos für zahlende Kunden. Du ruinierst nur die Tasten. Hey! Ich werde dir auf keinen Fall ein Klavier kaufen. Du hattest doch nie Unterricht. Ich brauche keinen Unterricht. Ich kann schon längst spielen. Ich bin richtig gut. Guck her. Das ist wahnsinnig süß, Dewey, aber wir können uns wirklich kein Klavier leisten. Falls du es nicht weißt, meine Firma steht kurz vor dem Bankrott. Die verkaufen schon die Büromöbel. Wir müssen uns zu zweit einen Schreibtisch teilen. Dad, du kennst mich nicht besonders gut, aber dir kann unmöglich entgangen sein, dass ich eine wirklich furchtbare Kindheit habe. Und jetzt gebe ich dir die Chance, sie etwas weniger schrecklich zu gestalten. Ich habe Nein gesagt. Ende der Diskussion. Du wirst dir also etwas anderes suchen müssen, um deinen Spaß zu haben. Du hast dich vollkommen richtig verhalten, Lois. Ja, ich würde da auch schlafen. Du hast nicht zufällig die Eieruhr mitgenommen, oder? Ach, ich verstehe das einfach nicht. Die ganze Woche über verschwinden schon alle möglichen Dinge direkt vor meiner Nase. Weißt du, ich lege irgendwo irgendwas hin und schon ist es weg. Nein, nichts, was sich lohnen würde zu stehlen. Ich glaube schon fast, dass mich da irgendjemand in den Wahnsinn treiben will. Ja, du hast wohl recht. Ich liebe dich auch. Bis dann. Was ist denn... Bitte. Die Hupe hier stammt aus Dads Wagen und die ist aus Moms Wagen. Und diese Hupe hier ist aus dem Eiswagen. Dewey, was machst du da? Das Fallrohr ist gebrochen. Ich repariere es gerade. Hervorragend. Hör zu, ich habe vorhin mit Mrs. Hittleman gesprochen und sie hat gesagt, wenn du willst, kannst du auf ihrem Klavier üben. Vielen Dank, Dad, aber ich habe was anderes gefunden, was mir Spaß macht. Oh, ja, gut. Hey, hast du meinen Haartrockner gesehen? Es ist fast so, als ob unsere Haushaltsgeräte aufstehen und einfach weglaufen. Oder es gibt jemanden, der mich in den Wahnsinn treiben will. Dad, ich denke, ich weiß, was hier los ist. Jemand schleicht sich in unser Haus und klaut den ganzen Kram. Irgendwelche Kriminellen. Nein, ich glaube, die waren's nicht, sondern gut erzogene Kinder, die sich einen kleinen Spaß erlauben. Wie dem auch sei, ich werde sie erwischen. Also gut, Jimmy, damit haben die Diebstähle ein Ende. Dein Vater ist wirklich ein vernünftiger Mann. Aber was zu weit geht, das geht zu weit. Ich lass mich nicht an der Nase rumführen. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Grundstück wegen Verdacht auf Drogenbesitz. Alles klar, fangen wir an, Zimmer für Zimmer. Wie süß. Drogen? Ich verstehe nicht, was... Ah! Sir, verhalten Sie sich ruhig, dann können wir die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ah, waren Sie nicht in der Schulaufführung die Calamity Jane? Ja, aber da war ich schrecklich. Unser Kram! Oh mein Gott! Du hast mich nur benutzt, um dich an meinen Dad ranzumachen? Und du handelst mit Drogen und erzählst uns immer, du hättest kein Geld für einen DVD-Player? Schaffen Sie ihn hier weg.